Solche Bilder sollen bald der Vergangenheit angehören, wenn es nach einem jungen Berliner Lebensmittellieferdienst geht. Wie die Gründer mittlerweile 30.000 Menschen beliefern und ob uns der Service auch bei unserem versteckten Test überzeugt? Als Lastentiere sind Alpakas nicht gerade bekannt. Trotzdem dienen sie dem ersten Unverpackt-Lieferdienst Deutschlands als Namensgeber. Alpakas hat es sich zur Mission gemacht, so wenig Verpackungsmüll wie möglich zu verursachen und will damit die Art und Weise, wie wir einkaufen, revolutionieren. Mehrweg ist eigentlich eine tolle Idee, die gibt es schon. Es hat sowieso Anklang, ganz viele Menschen wollen plastikfrei leben und wir machen diesen Schritt viel, viel einfacher. Lieferdienste wie Bringo, Flink und Gorillas haben den Lebensmitteleinkauf schon während den Anfängen der Pandemie revolutioniert. Hunderte Fahrerinnen und Fahrer übernehmen seitdem die Einkäufe ihrer Kundschaft und bringen diese in kürzester Zeit bis vor die Haustür. Alpakas bietet das Ganze etwas anders an. Wir durften zwei der drei Gründer im Münchner Stall besuchen. Nach Berlin ist dieser bereits ihr zweiter Standort. Angefangen haben sie deutlich kleiner. Das ist lustig. Das erste Office war quasi das Warehouse, was wir auch hatten. Also da sind nur zwei Schreibtischstühle und zwei Tische auf einer großen Betonfläche und das war's. Vor ihrem Lieferdienst haben die drei Berliner schon in unterschiedlichen Start-ups zusammengearbeitet. Heute haben sie ihr eigenes Unternehmen mit mittlerweile fast 100 Angestellten und 1000 Produkten im Sortiment. Darunter frisches Obst, Gemüse, Getreideprodukte, Fleisch, Milch- und Veggie-Alternativen, aber auch Süßigkeiten, Getränke oder Drogerie- und Kosmetikartikel. Fast alles un- oder zumindest nur minimal verpackt. Denn Verpackungen sind zwar wichtig für den Schutz und die Haltbarkeit von Lebensmitteln, gleichzeitig haben sie aber negative Auswirkungen auf Umwelt und Natur. In Deutschland fallen im Jahr über 18 Millionen Tonnen Verpackungsmüll an. Längst nicht alles kann recycelt werden. Für den 37-jährigen Berliner Simon Sardoschau wird das Problem damit schon in seiner Jugend deutlich. Für mich war es bei Plastikmüll immer so aus den Augen, aus dem Sinn. Bis ich irgendwann bei meinem Onkel, der auf dem Bauernhof arbeitet, an einer riesigen Mülldeponie vorbeigefahren bin, die mitten auf dem Land ist. Ja. Und wir gesehen haben, wie alles voll in der gesamten Umgebung kilometerweit von dieser Mülldeponie beeinflusst ist, wo alles voll mit Einwegplastik ist. Und dieses Problem aktiver anzugehen, ist im Prinzip meine zentrale Motivation. Sogenannte Unverpacktläden haben dem Verpackungsmüll schon länger den Kampf angesagt. Aber nicht jeder hat die Zeit für den Besuch dort und greift deswegen lieber zum Lieferdienst. Transportiert werden die Einkäufe hier natürlich nicht auf echten Alpakas, sondern mit E-Lastenrädern. Anders als beispielsweise bei Gorillas oder Flink bekommt man die Bestellung übrigens nicht sofort nach Eingang geliefert, sondern muss einen zweistündigen Zeitraum auswählen. Zu der Zielgruppe gehören vor allem junge Familien, die sowieso in Unverpackt- oder Bioläden einkaufen möchten, aber denen vielleicht die Zeit dazu fehlt. So wie Felix aus München. Ein Wocheneinkauf bei einem Lieferdienst für ihn, seine Freundin und ihre Zwillinge kostet die beiden rund 150 Euro. Er arbeitet im Bereich Marketing und seine Freundin als Physiotherapeutin und Yogalehrerin. Zusammen können sie sich die rund 600 Euro im Monat für den Lieferdienst leisten. Aber das würden wir eh ausgeben. Also das ist jetzt, ob wir das jetzt im Laden kaufen oder bestellen, das ist jetzt halt der Unterschied. Studien belegen, Deutschland will weg vom Einwegplastik. Gastronomen müssen ihre Takeaway-Produkte seit Jahresanfang zusätzlich in Mehrwegverpackungen anbieten. Aber viele Unternehmen wollen auch selbst nachhaltiger werden. Unverpackt-Produkte gibt es mittlerweile in vereinzelten Supermarktfilialen oder bei dem Lieferdienst Knusper. Was Alpaka anders macht? Hier ist wirklich alles unverpackt, was nicht zwingend eine Verpackung braucht. Aber was hat es nun mit dem Namen auf sich? Erstens ist es natürlich ein nachhaltiges, soziales Herdentier, das an sich für Nachhaltigkeit steht. Aber der Name Alpakas ist auch ein Wortspiel. Und da geht es um alternative Verpackungen, Alternative Packages. Aber wie gut klappt es mit dem Lieferdienst wirklich? Paula macht den Test und bestellt sich eine bunte Auswahl für knapp 32 Euro, inklusive 3,90 Euro Liefergebühr. Übersteigt der reine Einkaufswert 29 Euro, entfällt diese. Bei anderen Anbietern liegen die Liefergebühren ca. zwischen 1,90 Euro und 2,90 Euro. Außerdem fällt Pfand für den Glasbehälter und die Beutel an. Mittags wird Paula per SMS informiert, dass der Lieferzeitraum auf eine halbe Stunde eingegrenzt wird. Dann heißt es warten. Und tatsächlich, in letzter Minute um 16.45 Uhr kommt der Lieferant. Paula checkt den Inhalt.
Die Bestellung ist vollständig bio, frisch und frei von Einwegplastik. Wie ist Ihr Fazit? Ich finde, die Produkte sind super frisch, sie sind auch super schön verpackt. Außerdem muss ich auch sagen, ich fand den Lieferservice sehr nett. Ich habe 30 Euro jetzt dafür gezahlt. Ich habe jetzt zwar erstmal keinen Vergleich, aber ich muss sagen, ich finde es schon für die Menge auch etwas viel. Die Preise sind tatsächlich etwas höher als bei den üblichen Lieferdiensten, aber auch nicht teurer als im Bio- oder Unverpackt-Laden, erklärt uns Simon Sardoschau. Profitabel ist das Unternehmen übrigens noch nicht. Aktuell finanziert er sich über seine Investoren. Die Gründer verraten uns, dass sie langfristig planen. Alleine der Glaube an eine plastikfreie Zukunft treibt sie an.